Strunkartiefer. Meine Damen und Herren, sind Sie bereit? Auf geht's in die erste Runde. Bitte einen großen Applaus für unsere drei jungen, hübschen, knackigen Damen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen. Welch eine Augenweide wir hier haben. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ja, grüß euch, ich bin Michelle. Ich komme aus Kalifornien, mein Deutsch ist schon sehr gut geworden. Und beruflich bin ich eine Stewardess. Eine Stewardess, das ist aber sehr spannend. Kandidatin 2, bitte stellen Sie mich vor. Ich bin die Mirza, komme aus Nobelberg, einem geilen Waldviertel. Bin 39 Jahre, bin Bayern von 50 GDP, habe eine Tochter, aber der Vater ist noch verloren gegangen. Oje, der Vater ist verloren gegangen? Ja. Ockergauer. Lebt er noch? Ja, ja. Er lebt noch. Dann gehen wir mal heute vielleicht auf die Suche nach dem Vater. Liebe Mirza, was sind Ihre Hobbys so? Traktorfahren und Kürbissammeln. Falls es jemand nicht verstanden hat, Traktorfahren und Kühe besamen. Wunderschönes Hobby, muss ich mir mal anziehen. Kandidatin Nummer 3, bitte schön, stellen Sie sich vor. Jo, ich bin Wiedelkraut. Ich bin 36 Jahre alt und habe mich ein bisschen, naja, wie soll man sagen, ein bisschen anders orientiert, sprich, ich bin jetzt Orgasmus-Bäcker, sag ich mal so. Das ist aber ein spannender Beruf, Orgasmus-Bäcker. Was macht man da so den ganzen Tag? Naja, ein bisschen Leid beraten und großteils lese ich halt Bücher, so man kann man suchen und so. Ja. Sehr spannend, Orgasmus-Tipps sind auch eine gute Berufswahl. Liebe Edelfrau, warum ist so eine hübsche Frau noch Single? Naja, viele Leute schrecken sich recht, wenn ich sage, ich tue selber was anbauen daheim. Aber ich meine sie nur gut, weil es ist ja recht hilfreich. Also okay, ja, das waren schon sehr interessante Informationen, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest. Na gut, dann haben wir unsere drei hübschen Damen vorgestellt. Ich würde sagen, auf geht's, wir wollen uns spielen. Bitte die Wand. Und hier kommen unsere zwei Singlebauern aus Bad Kreuznach. Bitte einen großen Applaus. Ja, Wahnsinn, bitteschön. Stellen Sie sich vor. Ich bin der Bauer Kurt. Das ist die Kurzform für Kurt, der Bauer. Ich nehme am letzten Zipfel, also wirklich ganz am letzten, nicht bei Zentralkreuzing. Ja, ich hab dich recht gern, ich fühle mich recht ruhig und das ist sicher. Okay, danke schön für diese tolle Information. Bitte schön, stellen Sie sich vor. Jo, grüß euch, ich bin der Ignaz Keil. Ihr kennt aber wirklich einen Arzt da unter mir. Und so aus dem letzten Typ gekämpft, dann kämen wir aus dem letzten Tag. Ja, also sei einmal, in dem letzten Tag, da redet man noch ganz normal. Komm, kann ich mich eingehen. Das ist doch wunderbar. Und lieber Naz, was machst du so beruflich? Ja, ein Bauer bin ich. Das war eine Bauerei, oder? Ach ja, Entschuldigung, das war mir ja fast klar. Und so, wie soll denn die Traumfrau aussehen von dem Herrn Zwickelnaht? Ich bin ein Romantiker. Das soll ich gleich. Ich kann es gleich wissen. Ich bin ein Romantiker. Ich kann groß oder klein sein oder dick oder dein. Warten wir mal. Und für dich auch. Das ist doch wunderbar. Da würde ich mich ja nicht gleich selber nach der Seite setzen. Jetzt ist man ein bisschen warm geworden. Und wie sieht es denn hier aus? Welche Fähigkeiten soll die Traumfrau haben? No,
ich meine, recht viel muss es nicht kennen. Die soll halt ein wenig da sein, sag ich mal. Die soll nicht recht weit weggehen von Zentral 13. Und, ja. Das mit den Fichten ist mir da ganz wichtig. Dankeschön, vielen Dank. Somit sind alle unsere Kandidaten vorgestellt. Dann bitte ich auch schon um die Fragen, liebe Damen. Sind Sie bereit? Ja, bitte sehr. Frage Nummer 1. Ich kenne mich heute direkt von Heim. Mit einem nicht so wie im Hinterheim schon. Als wenn ich jetzt ein Sammelchen ist. Nur beim Mähwerk muss ich auf dem Meer schneiden, machen, weil tja, das sind Gefährten. Und jetzt, wir haben heute nur Zahnseiten geheimt und ich habe einen steckten Fuß beieinander. Ich bin ganz verstaunt. Jetzt die Frage: Wie darf es mir hier noch so einen harten Arbeitstag ein bisschen verwöhnen? Dann koche ich da irgendwas Gemütliches, dann kriegst du eine Massage von mir. Und dann kriegst du eine kleine Aftershow-Party im Rotlicht mit der heißen Mascherie an der Stange. Einen Applaus bitte für die heiße Mascherie! Zuerst kriegt ich einmal heimlich gebracht, natürlich von meinen hier, beim Flankerlicht, dann ein Picknick beim Mondschein zwischen die Kier auf der Ort. Und dann geht's nach Bongo-Bongo-Totschnitzelhütten. Bongo-Bongo in der Hockschnitzelhütten, bitte einen Applaus! Kandidatin Nummer 3, wie verwöhnst du deinen Bauern? Na ja, mein gescheites Spiegel auf nach dem gemachten Keramik, das ist immer klar. Und dann gibt's halt was Supers, so ein gemachter Keramik-Bogen, dort süßen sie den Abend dann, kann ich mal sagen. Und natürlich das Kamasutra-Bildchen, das der war nicht hören, das gibt es am Schluss. Mit Kamasutra, mein Bauer. Zufrieden mit den Antworten? Ja, Kamasutra haben wir nicht natürlich, das weiß ich nicht, kann man nicht sagen. Kann man in YouTube nachschauen? Kandidat Nummer 2, deine Frage bitte. Wie ich es vielleicht schon mitgekriegt habe, habe ich ein wenig Nähe zu den Fichten. Weil ich die Fichten so gern habe, da ich gern wissen, wie sie die Frau meiner Zukunft als Fisch identifizieren darf und warum. Also ich selbst, wenn ich als Beispiel vorangehen darf, ich war ein Fuchs. Ich war vielleicht nicht immer so gescheit wie ein Fuchs, aber hier und da mag ich steigen wie ein ganzer Rohr. Gewicht Rohr, da fällt mir ein paar ein. Um die Frage kurz zusammenzufassen, Kandidatin Nummer 2, welches Tier wärst du? Ich wäre ein Nacktschnecken. Bin richtig glitschig, rief in die Ritze und verlasse, was alles wollte mich werfen. Und jetzt hat einen Applaus verdient. Kandidatin Nummer 3, welches Tier wärst du? Naja, ich war der Geier, ich schaue mir um die Gegend, wo es so gab und das, was am wenigsten ausschaut, das schnappe ich mir und greife ich mir und lasse mir immer aus. Und Kandidatin Nummer 1, welches Tier wärst du? Ja, ich war ein Raptor. Auf der einen Seite ziemlich verschmust, aber auf der anderen Seite ziemlich wild, weil ich so schnell wenigstens einen Schaumwind aufgenommen habe. Oh, liebe Damen und Herren, ziemlich scharf geht das. So, Frage Nummer 3 geht an beide. Ich glaube, das ist eine Aufgabe. Jo, ist eine Aufgabe? Und vor.
Beziehungsweise, nehmen, wenn wir nicht heilen, dann werden wir Holz machen. Ich hab schon fest ein Holz. Genau. Und? Das ist ein ist recht. Ich mag dich schauen, wenn ich warte, dass er ein Holz bei der Hütte nimmt. Du musst das mit einem Wasser finden, ob unsere Kandidatinnen was Holz vor der Hütte haben. Von dein her. Von dein her. So! Ja, das mein ich. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Kandidatin Nummer 1. Her mit dem Geschirr. Kandidatin Nummer 2, du bist dran. Verdammt, das habe ich wie den Stall behauen lassen. Da hat's ihn. Oh, jetzt muss ich mich aufhören. Und die dritte kann man anlegen. Achso, nein, warte mal. Warte schon. Ja, passt schon. Gehen wir mal meinen Tutti-Holder. Ich hab mich eh noch. Der war auch besonders süß. Na, bist du narrisch. Also in eurer Haut würde ich jetzt nicht stecken wollen. Diese Entscheidung wird echt schwierig. Aber bevor ihr euch gleich entscheiden müsst, hier jetzt noch eine kurze Zusammenfassung von unserer Susi. So, nun, lieber Nazi und lieber Kurt, wer soll denn jetzt euer Herzblatt sein? Kandidatin 1, die frisch geduschte Hauptkatze, die dir im Rotlicht mit Mangerie die Stange poliert. Oder Kandidatin Nummer 2, die glitschige Nacktschnecke, die beim Kühebesamen in jede Ritze kriecht und dann im Heumilchbad in den Hackschnitzel Bunga Bunga mit dir macht. Oder Kandidatin 3, die Orgasmus-Päpstin, die dir die Knoten anzündet, sich beim Kamasutra wie ein Geier auf den stürzt. Nun, lieber Lars und lieber Kurt, ihr müsst euch nun entscheiden. Nun sind wir wirklich sehr gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Bitte, lieber Lars, wie lautet deine Entscheidung? Jo, ja, Kandidatin 3, die schalten aus, weil die Firme von Fegeln, von die Fegeln. Wegen ein Geier jetzt mal. Kandidatin 2, das mit dem Milchbogen wird nichts, weil ich habe eine Laktoseintoleranz. Bleibt dir noch mal über. Kandidatin Nummer 1. Oh! Ja, super. Ich bin ganz hin und weg verflogen, Richtung verflügelt, sag ich mal, zu der Kandidatin Nummer 3, weil ich hab die richtigen Antworten gegeben. Sie ist ein wenig ein Geier und ich hab die Eier. Also, das ist mehr so. Bitte stellen Sie sich vor die Wand. Kandidatin Nummer 3, bitte. Nummer 1. Kandidatin.
Rika. Ja. Hier und hier, genau. Bitte herstellen, hinstellen. Hier hinstellen. Ja, passt perfekt, alles gut. Und nun freut es mich, sagen zu dürfen. Hier ist Ihr Herzblatt! Natürlich, wie es bei Herzblatt so übrig ist, dürft ihr auch wohin fliegen. Mit unserem Herzblatt-Hubschrauber. Bitte hört mir zu. Wo soll es denn hingehen für euch? Ihr fliegt morgen als flotter Vierer mit dem Herzblatt-Hubschrauber auf die wunderschöne Speckalm in der Donauregion. Dort dürft ihr das Bio-Schweinehotel ausmisten, Minisau streichen, Kühe melken und eure eigenen Brathürschen füllen. Genießen Sie die Reise. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wie schaut es denn jetzt aus? Ich hätte hier noch ein fleißiges Mirzer übrig. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wie schaut es aus? Liebe Frau, meldet euch! Schätzt es, weil ohne Bau gibt es kein Essen. Vergesst es nicht. Dankeschön und schönen Abend noch. Applaus!